Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Ich wünsche euch erst einmal einen schönen Mittwoch. Ja, wir haben schon wieder die Hälfte der Woche fast rum. Und ja, vielleicht hat es der eine oder andere, der jetzt schon mal reingeschaut hat bei vk.com oder bei Facebook oder bei Twitter, gemerkt, ich habe mal schnell die drei Posts, die ich gestern nicht mehr geschafft habe, von Deutschland und aus aller Welt kurz schnell fertig gemacht. Die Grenzschließung, die Grenzübung von Österreich, die Umfrage von INSA und dann die Abschlussmeldung, dass alles durch ist. Ja, und mal schauen, heute geht es mit den mitteldeutschen Ländern weiter und dann dem aktuellen aus Deutschland und aller Welt. Und ja, wie gesagt, heute kommt die 30. Geschichtsstunde von Egon. Das ist schon ganz schön fortgeschritten. Und heute sind wir im Jahre 1861 angelangt. Das Buch mal in die Hand nehmen. Und da geht es los mit dem 2. Januar 1861. Kranker preußischer König stirbt. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Stirbt in geistiger Umnachtung auf Schloss Sanssouci bei Potsdam. Der Regent hat eine fast vierjährige Leidenszeit hinter sich. Im Jahr 1857 hatte Friedrich Wilhelm IV. Mehrere Schlaganfälle erlitten, die ihn dazu zwangen, die Regierungsgeschäfte abzugeben. Als seine sterblichen Überreste öffentlich aufgebahrt werden, geschieht das unter ungeheurer Anteilnahme der Bevölkerung. Ein Machtvakuum entsteht in Preußen aber nicht. Bereits am 23. Oktober 1857 hatte Friedrich Wilhelms Bruder, Kronprinz Wilhelm, stellvertretend die Regierungsgeschäfte übernommen und am 9. Oktober 1858 endgültig die Regentschaft angetreten. Und da haben wir noch ein Bild von Friedrich Wilhelm IV. Friedrich Wilhelm IV. Galt während seiner Amtszeit als Verfechter einer absolutistischen Monarchie. Fotografie um 1855. Da haben wir den Friedrich Wilhelm IV. Hat jeder gut gesehen. Heute habe ich einfach wieder richtig ausgeschlafen. 8 Stunden fast. So. Und dann geht's weiter mit dem 29. Januar 1861, eine Randbemerkung. Kansas wird als 34. Staat in die USA aufgenommen. Es ist der 19. sklavenfreie Bundesstaat der Union. Weiter geht's mit dem 8. Februar 1861. Sezession in den USA geht weiter. Die Abgeordneten der 7 aus den USA ausgetretenen Südstaaten verabschieden in Montgomery im Staat Alabama die Verfassung der Konföderierten Staaten von Amerika. Tags darauf wählen sie Jefferson Davis zum Präsidenten. Die Sezession, der Austritt mehrerer Bundesstaaten aus der Union der Vereinigten Staaten von Amerika, schreitet voran. Nach der Wahl des Republikaners Abraham Lincoln zum US-Präsidenten hatte South Carolina als erster Bundesstaat beschlossen, die Union zu verlassen. Als Gründe für die Abspaltung nannte die South Carolina State Convention unter anderem, dass mit Lincoln ein Mann gewählt worden sei, der der Sklaverei feindlich gegenüberstehe. Dem Beispiel South Carolinas waren am 9. Januar 1861 Mississippi und bis zum 1. Februar auch Florida, Alabama, Georgia, Louisiana und Texas gefolgt. Nach Ausbruch des Bürgerkriegs am 12. April verlassen noch Arkansas, North Carolina, Virginia und Tennessee die USA.
Weiter geht's mit dem 18.02.1861. Der sardinische Ministerpräsident Camillo Benso Graf von Cavour erweitert in Turin das sardinische zum italienischen Parlament. 5 Tage zuvor hatte sich der letzte bourbonische König von Sizilien, Neapel, ins Exil nach Rom begeben. Ja, da hat sich einiges in dem Jahr. Jetzt was für die Frauen. Ne? 1861, Rolle der Frau neu definiert. Der Altertumsforscher Johann Jakob Bachofen veröffentlicht sein Buch Das Mutterrecht, mit dem er die Antike in ein völlig anderes Licht rückt. Die Frau habe zu allen Zeiten und vor allem in den Ursprüngen auf den Mann, auf die Völker und auf die Geschichte einen entscheidenden Einfluss ausgeübt. Denn der Ursprung der Geschichte sei vom Muttertum bestimmt. Aus dem Matriarchat habe sich erst später das Patriarchat entwickelt. So lautet die Kernthese Bachofens. Am deutlichsten, so Bachofen, seien die Zeugnisse der Lykier in Kleinasien. Hier wurden die Kinder nach den Müttern genannt, hier gab es die Erbfolge der Töchter. So berichtet der griechische Geschichtsschreiber Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus, Klammer zu, denn wenn man einen Lykier fragt, wer er sei, so wird er sein Geschlecht von Mutterseite angeben und seiner Mutter Mütter herzählen. Aufgrund dieser und anderer Quellen antiker Berichte, Mythen, Religionen sowie der Orestie von Aeschylus kann Bachofen in vielen Regionen, in Klammern darunter Kreta, Athen, Ägypten und Indien, Klammer zu, eine antike, mutterrechtliche Epoche nachweisen. Für den Rest der Welt nimmt er diese Epoche als wahrscheinlich an. An vielen Beispielen veranschaulicht Bachofen seine These. Dabei kommt er auch zu dem Schluss, dass im mütterlichen Prinzip das der Allgemeinheit und Ganzheit liege, im väterlichen hingegen das der Beschränkung und Sonderung. Bachofen geht davon aus, dass sich das Matriarchat aus Gesellschaftsformen entwickelte, die auf der natürlichen Reproduktivität der Frau gründeten. Sein evolutionistischer Ansatz gilt in der neuzeitlichen Forschung mittlerweile als überholt. Nochmal Bild von diesem Herrn Bachofen. Johann Jakob Bachofen erkennt durch das Studium römischer, griechischer sowie ägyptischer Mythen und Symbole, dass die patriarchale Struktur der Gesellschaft nicht immer Bestand hatte, in Klammern zeitgenössisches Porträt. So, nochmal für die Linken, die alten Ägypter hatten nichts mit den heutigen Moslems und Arabern zu tun. Ne? War ein ganz anderes Völkchen, ganz andere Gesellschaft, ganz andere religiöse Grundlagen. Also bitte lasst eure dämlichen Vergleiche im Bundestag, wenn ihr von der Geschichte keine Ahnung habt. Ich weiß nicht, wie die Dame hieß, die den Unsinn verbreitet hat. Ja, weiter geht's mit dem 26. Februar 1861. Zentralismus in Österreich gestärkt. Kaiser Franz Josef I. erlässt das Februarpatent, eine zentralistische Verfassung für die Donaumonarchie als Gesamtstaat. Der Erlass steht im Zusammenhang mit den Bemühungen der Habsburger nach der niedergeschlagenen Revolution von 1848, den Absolutismus wieder einzuführen. Nach den Bestimmungen des Februarpatents bilden die Krone und die zwei Kammern des Reichsrats die Legislative. Der Reichsrat besteht aus dem Herrenhaus, in dem vom Kaiser ernannte oder erbliche Mitglieder sitzen, und dem Abgeordnetenhaus, in das die Landtage 343 Abgeordnete, in Klammern darunter 120 aus dem ungarischen Königreich, Klammer zu, als Delegierte entsenden.
Ungarn und Galizien stellen in der Folgezeit teilweise allerdings keine Abgeordneten, weil die Länder nur über geringe Kompetenzen verfügen und der Wahlmodus den deutschen Zentralismus begünstigt. Es besteht kein allgemeines Wahlrecht für die Landtage. Wahlberechtigt ist nur der die direkte Steuern zahlende Bürger. Vier Kurien entsenden Abgeordnete in die Landtage. Großgrundbesitzer, Handels- und Gewerbekammern, Städte und Märkte sowie Landgemeinden. Als beratendes Gremium in allen politischen Fragen wird für den Kaiser, der einen enormen Machtzuwachs verzeichnen kann, der Staatsrat eingesetzt. Und da haben wir noch eine Büste vom Kaiser, Porzellanbüste des österreichischen Kaisers Franz Josef I., in Klammern 1855, Klammer zu. Der Monarch hat die Absicht, in Österreich eine konstitutionelle Monarchie zu etablieren. Und da haben wir die Büste vom Kaiser Franz Josef. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ja, tat sich auch in Österreich was, also in allen Ländern, heute mal sehr politisch. Und weiter geht's wieder mit zwei Sachen aus Forschung und Entwicklung, wie ich es mal so nenne. Ohne Datum, 1861, Dückers Drahtseilbahnen. Der Bergbeamte Franz Fritz Freiherr von Dücker konstruiert im ostwestfälischen Bad Oeynhausen Drahtseilbahnen für den Transport von Material, besonders von industriellen Schüttgütern wie Kohle oder Erz. Da sie sich in der Praxis bewähren, entstehen bald in ganz Deutschland Anlagen nach Dückers Plänen. Dückers Bahnen sind Schwebebahnen, die an Tragseilen hängen. Sie unterscheiden sich damit von den Standseilbahnen, bei denen die Wagen auf Schienen laufen, und den Hängebahnen, bei denen die Wagen an Tragschienen hängen. Abgesehen von den antiken Seilzügen zur Überwindung von Flüssen wurde die erste Seilschwebebahn 1644 von Adam Wipe konstruiert. Sie beförderte kleine Gondeln auf den Danziger Bischofsberg. Oh, da ist der Adam Wübe, ist kein Engländer gewesen. Die modernen Bahnen Dückers sind erst nach der Erfindung des Stahlseils in Klammern 1780, Klammer zu, möglich, dessen Herstellung im 19. Jahrhundert mechanisiert wurde. Dücker baut seine Schwebebahnen mit einem kombinierten Trag- und Zugseil. Die kleinen, offenen Gondeln seiner Bahnen sind dabei fest am Seil montiert. Spätere Seilschwebebahnkonstruktionen benutzen getrennte Trag- und Zugseile. Das stabilere Tragseil steht fest, während das Zugseil über Seilschieben Seilscheiben umläuft und die Gondeln mitnimmt, die auf Rollen am Tragseil entlanglaufen. Ja, wieder einer aus Deutschland, der was erfunden hat. Und hier haben wir noch ein Bild von so einer Seilbahn. Eine Seilbahn im australischen Bundesstaat New South Wales führt durch die Welt der Three Sisters in den Blue Mountains westlich von Sydney. Da haben wir das Bild. Ja, soweit ist dann die Erfindung von Dücker gekommen. Rund um die Welt bis nach Australien, nach New South Wales zum Beispiel. Oben sieht man die Gondel. Herrliche Gegend, ne? Sieht gut aus. Großes Land. Da ist viel Platz. Nicht so wie bei uns, ne? Weiter geht's. 1861. Neue chemische Elemente. Nachdem die beiden Deutschen, Gustav Robert Kirchhoff und Robert Wilhelm Bunsen, mit Hilfe des Spektroskops im Vorjahr bereits das chemische Element Cäsium entdeckt hatten, finden sie nun das Rubidium. Der britische Physiker und Chemiker William Crookes entdeckt zeitgleich das Thallium. Dank der Erkenntnis,
dass sich in Flammen der Dampf von chemischen Elementen bei der spektralen Zerlegung des Lichts in Form ganz spezieller Spektrallinien bemerkbar macht, hatten Kirchhoff und Bunsen 1859 das Spektroskop entwickelt. Mit diesem Gerät entdecken die Wissenschaftler nicht nur die neuen Elemente, es gelingt Kirchhoff auch, verschiedene Elemente in der Sonnenatmosphäre nachzuweisen. Ja, wie ich es immer wieder sage zu der Zeit, die Deutschen haben erforscht, erfunden und Sachen entdeckt, weiterentwickelt, während Franzosen und Briten Kriege geführt haben und ihr Weltreich vergrößert haben. Und wir sind immer wieder die bösen Buben. Ne? So, nun wird es noch russisch. Ne? 3. März 1861. Bauernbefreiung in Russland beseitigt nicht das Elend. Der russische Zar Alexander II. Erlässt ein Manifest, das rund 23 Millionen gutsherrlichen Leibeigenen die persönliche Freiheit zuerkennt. Zusammen mit der 1866 folgenden Abschaffung der staatsunmittelbaren Hörigkeit von knapp 24 Millionen Staatsbauern ist die Bauernbefreiung in Europa damit formal abgeschlossen. In Russland führt die Aufhebung der Leibeigenschaft jedoch zur Verelendung großer Teile des Bauernstandes. Da das Manifest nicht mit einer Änderung der Besitzverhältnisse verbunden ist, bleiben die meisten Bauern existenziell abhängig. Überschrift: Reformwerk mit Mängeln. Also ich sage immer, wenn Sie mal Kompromisse und Reformen bringen nur dann was, wenn man sie wirklich eins zu eins versucht umzusetzen. Sobald man dadurch Kompromisse, Änderungen macht, funktioniert das ganze Gesamtwerk nicht mehr. Und das ist das Problem unserer momentanen machtgeilen Demokratie. Jeder will irgendwo sein Ding da irgendwo reinbringen. Und am Ende wird aus einem Rad, aus einem Fahrzeug mit 4 Rädern, eins mit 3 Rädern. Nur weil die Grünen der Meinung sind, 3 Räder sind auch ausreichend. Ja, und das ist das, wenn man was konstruiert, und das ist der Unterschied, sag ich mal, zu dieser merkwürdigen Politik und Politikern. Wenn ich ein Auto konstruiere, dann muss es, ich sag mal so, perfekt sein. Da mache ich keine Kompromisse an der Maschine, am Fahrwerk etc. In der Politik, ob das Gesundheitsreform oder sonstiges sind, da wird immer hin und her kompromissiert und dann wird er noch stolz gesagt, dass sie das und das noch verändert haben. Das ist alles Unsinn. Also wenn man was machen will, dann richtig und nicht in solchen halben Pfusch, der schon seit Jahrzehnten in diesem Land gemacht wird, wo der uns hingeführt hat, sehen wir bei der Rentenversicherung, bei der Krankenversicherung, Pflegeversicherung, überall kann man reingucken. Alles nur halber Murks. Ja, weiter geht's. Reformwerk mit Mängeln. Die Bauernbefreiung ist das wichtigste Reformwerk Zar Alexanders II. Den letzten Anstoß dazu hatte der Krimkrieg gegeben. Der Zar betrachtete die persönliche Unfreiheit der meisten Soldaten und ihre daraus resultierende geringere Einsatzbereitschaft als eine Hauptursache für Russlands Niederlage. Hinzu kam, dass während des Kriegs Bauern und Unruhen ausgebrochen waren, die auch im Heer eine revolutionäre Stimmung hervorriefen. Das Manifest gibt den Bauern grundsätzlich das Recht zum Landerwerb. Als Käufer sind dabei Einzelpersonen ebenso zugelassen wie Genossenschaften und Bauerngemeinden. Im ersten Schritt müssen sich Grundbesitzer und potenzielle Käufer innerhalb von 2 Jahren über das abzulösende Land und den dafür zu entrichtenden Preis einigen. 20% des Kaufpreises müssen sofort an den Gutsbesitzer entrichtet werden. Die restlichen 80% streckt der Staat vor, sie sind innerhalb von 49 Jahren vom Käufer zurückzuzahlen. Da die Bauern nun zwar persönlich frei sind, aber über kein Kapital verfügen, müssen sie sich bereits für die Zahlung der ersten 20% verschulden, sind also in der Regel gezwungen, weiterhin in Abhängigkeit von den Gutsherren zu arbeiten.
In einer ähnlichen Situation befinden sich die befreiten Staatsbauern, deren Ablösezahlungen allerdings geringer sind. Aufgrund dieser Einschränkungen vergrößert sich der bäuerliche Landbesitz bis zur Revolution 1905 nur um 10%. Nächste Überschrift: Mirsystem. Die Bewirtschaftung eigenen Grund und Bodens wird zusätzlich erschwert durch die Bindung der Bauern an das Mir-System. In Klammern Mir, zu Deutsch, Russisch Welt, Gemeinde, Klammer zu. Der abzulösende Grundbesitz geht demnach zunächst in das Eigentum der bäuerlichen Dorfgemeinde über, die ihn zur Bewirtschaftung gleichmäßig auf die männlichen Gemeindemitglieder verteilt. In Klammern Umteilung, Klammer zu. Für die Zahlungsverpflichtung der Einzelnen haftet der Mir-Kollektiv. Die Bindung an die Dorfgemeinde, die eine erhebliche Einschränkung der individuellen Bewegungsfreiheit bedeutet, bleibt bis zur endgültigen Ablösung des Grundbesitzes erhalten. Außerdem erschwert die Umverteilung die Umwandlung des Landes in Privatbesitz. Die sehr hohen Abzahlungsverpflichtungen führen nach Erlass des Manifestes zu einer breiten bäuerlichen Protestbewegung, die von Truppen niedergeschlagen wird. Das Gros der freien Bauern verarmt, obwohl nach weiteren blutigen Bauernaufständen in den folgenden Jahren die Ablösungszahlungen wiederholt gesenkt werden. Agrarrevolutionäre Gruppen wie die Narodniki, in Klammern Russisch, zu Deutsch Volkstümler, Klammer zu, weisen immer wieder auf die Armut der Bauern hin. An der Politik der Regierung ändert sich jedoch grundsätzlich nichts. Ja, so wie heute wird immer viel diskutiert, offene Tisch, runde Tische und was weiß ich gemacht. Und jeder darf ein bisschen was sagen. Und am Ende geht der Kaiser, will ich mal so sagen, und sagt, wir machen so, wie wir wollen. Wir haben euch das jetzt erklärt, unsere Politik. Wir müssen die bloß besser erklären, heißt es immer. Nee, was, ich sag's mal ganz deutlich, Scheiße ist, brauche ich mir nicht erklären zu lassen. Ne? Und so läuft die momentan unsere Demokratie ab. Jeder darf was dazu sagen, aber im Endeffekt wird es trotzdem so gemacht, wie es vorher entschieden wurde. Ob das Moscheebauen sind oder sonstiges. Kennen wir doch genug solche Veranstaltungen. Ne? So, und da haben wir als nächstes noch zwei Bilder davon. Zar Alexander II. Verkündet das Manifest zur Aufhebung der Leibeigenschaft. In Klammern kolorierte Zeichnung von 1905. Da haben wir den Zar Alexander, wie er das Manifest veröffentlicht. So ging das damals. Es wurde nicht in der Tagesschau gebracht, sondern stellte sich unter das Volk und musste Farbe bekennen. Ne? Und dann haben wir hier noch: Die Armut bleibt das Los der russischen Bauern. Ehemalige Leibeigene nehmen vor einem Bezirksamt ihr karges Mittagessen ein. In Klammern Gemälde von Grigori Grigorjewitsch Marios Jedow, 1872. Sieht fast so aus wie heute in Deutschland an der Suppenküche, ja? Wie die Zeiten wiederkommen. Und wir sind ja so ein sozialer Staat und haben eine tolle Partei der sozialen Gerechtigkeit. Ne? Und deswegen nehmen die Suppenküchen von Jahr zu Jahr zu. Oder wie heißen die Dinger? Die Tafeln. Die Tafeln. Ich will nochmal kurz was schauen, ob ich ja ganz vorne eine Sache vergessen habe. Nein, habe ich nicht vergessen, weil die Randbemerkungen immer so ein bisschen nicht chronologisch im Buch sind, die stehen an der Seite. Und dann kann man schnell was übersehen. Weiter geht's mit so einer Randbemerkung, und zwar am 11. März 1861. Der französische General Louis Federbe schlägt die Truppen Makodos des Königs des Bantu-Reichs von Cayor und unterwirft damit das senegalesische Küstengebiet für die französische Krone. Heute sind es Blauhelmsoldaten. Schutztruppen.
Und was weiß ich, in Wirklichkeit spielen die Franzosen und die Briten wieder Kolonialherr. So, weiter geht's mit, muss ich kurz gucken, weil wieder Randbemerkungen sind. Ja, der 17. März 1861. Italien wird Königreich und ringt um staatliche Einheit. König Viktor Emanuel II. Von Sardinien nimmt auf Beschluss des ersten italienischen Parlaments den Titel König von Italien an. Damit ist nach den revolutionären Ereignissen des Jahres 1860 das Königreich Italien offiziell gegründet, obwohl die nationale Einigung noch nicht vollendet ist. Venetien bleibt vorerst unter der Herrschaft Österreichs und auch der Kirchenstaat hat noch immer Bestand. In Turin tritt ein neues Parlament zusammen. Ein Jahr zuvor, 1860, hatte sich zunächst ein oberitalienisches Königreich aus den Ländern Piemont, Lombardei, Parma, Modena, Toskana und Romagna konstituiert. Überschrift: Einigung von oben. Das Königreich Italien ist zu Beginn ein zentralistisch organisierter Einheitsstaat unter liberaler Führung. Obwohl die Revolution von 1860 vom Volk getragen worden war, vollzieht sich die Ausgestaltung des neuen Staatswesens weitgehend unter dem Diktat des Königreichs Sardinien. Ministerpräsident des Staates ist bis zu seinem Tode am 6. Juni 1861 Camillo Graf Benso di Cavour, der zuvor die Regierungsgeschäfte Sardiniens geleitet hatte. Sitz der italienischen Regierung wird Turin, das bisher sardinische Hauptstadt war. Die Verfassung des alten Königreichs Sardinien wird schrittweise übernommen. Eine von den Republikanern geforderte verfassungsgebende Versammlung kommt nicht wie erhofft zustande. Die faktische Ausdehnung des sardinischen Staatsmodells auf die vereinigten italienischen Provinzen führt zur Durchsetzung einer konstitutionellen Monarchie, durch deren rigides Zensuswahlrecht die politische Mitbestimmung einer schmalen Oberschicht vorbehalten bleibt. An den ersten Wahlen im Januar 1861 konnten sich nur 1,9% der Bevölkerung beteiligen. Das ist eine Wahl, 1,9% der Bevölkerung. Ebenso scheitern die Pläne der liberalen Parlamentarier Marco Minghetti und Luigi Carlo Farini, autonome Regionen zur Basis des neuen Staates zu machen. Während der Amtszeit des Cavour-Nachfolgers Bettino Ricasoli 1861-62 wird Italien nach französischem Vorbild in Provinzen gegliedert und erhält eine zentralistische Verwaltung. Der Papst verliert während des staatlichen Einigungsprozesses seinen umfangreichen Kirchenstaat und betrachtet sich über ein halbes Jahrhundert als Gefangenen des neuen Königreichs. Und die letzte Überschrift von diesem Artikel über Italiens Königreich: Nord-Süd-Konflikt. Prägend für den italienischen Einheitsstaat ist von Anfang an der Gegensatz zwischen dem agrarischen, wirtschaftlich rückständigen Süden, in Klammern Mezzogiorno, Klammer zu, und dem industrialisierten Norden. Die Hoffnung der Kleinbauern und Landarbeiter im Süden auf eine Umverteilung des Großgrundbesitzes wird enttäuscht. Zusätzlich vergrößern Erhöhungen der indirekten Steuern ihre Armut. Die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region verhindert der nach der Staatsgründung eingeführte Freihandel. Ja, wieder der Freihandel. Er erzeugt einen Konkurrenzdruck, dem der Süden nicht standhalten kann. Die Einigung Italiens und die Errichtung des Königreichs kommt vor allem dem Norden des Landes zugute. Deswegen sage ich Freihandel. Es ist nicht das, was man den Leuten einredet, das Tollste und Schönste der Welt. Es bevorteilt immer nur einige wenige und schafft logischerweise Ungleichheiten. Weil dadurch, wir werden es noch wundern, wenn jetzt, wie ich es gestern wieder las, wir große
Abkommen der EU mit China vorhaben. Die werden uns fluten mit ihrem Billigkram und die werden noch mehr in Europa aufkaufen. Irgendwann wird Europa von Peking aus regiert, ne, wenn das so weitergeht. Ist ja erst gestern, ich weiß nicht, welche Firma es war. Ach ja, Kramer, die von den Chinesen wieder übernommen werden will. Ja, und die gucken ganz genau hin, die Chinesen sind nicht doof, die kaufen keinen Plunder, die suchen sich genau das raus, was für die Zukunft wichtig ist und wo sie wissen, wie zum Beispiel auch KUKA, die Roboterfirma, die jetzt plötzlich riesen Gewinne macht, nachdem wir jahrelang mit staatlichen Mitteln Forschung betrieben haben. Ne? Ja, wir sind halt blöde. Wir haben ja eine Idiotenregierung. Entschuldigung, es ist so, Frau Merkel. Ich weiß nicht, wo Sie Ihr Physikstudium gemacht haben. Wahrscheinlich auf der, was weiß ich, Schule. Ich weiß es nicht. Viel kann da nicht gewesen sein. Ne? Ja, hier haben wir noch ein paar Bilder dazu. Das Arbeitszimmer des Ministerpräsidenten Camillo Graf Benso di Cavour in Turin, dem Sitz der italienischen Regierung und früheren sardinischen Hauptstadt. Da haben wir das Arbeitszimmer. Schlicht, aber trotzdem imposant. Ne? Sehr schön, gefällt mir so diese alten Möbeljahre. Und dann haben wir hier: Viktor Emanuel II. Nimmt den Titel König von Italien an. Foto um 1870. Da haben wir den Herrn Viktor Emanuel, von dem wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Ja, also hatten sie diesen typischen Kaiserbart zu der Zeit. Amen, Viktor Emanuel den Zweiten. Ja, und zum Abschluss haben wir noch zwei kleine Randbemerkungen. Die eine datiert vom 26. März 1861. Der russische Zar Alexander II. Kündigt eine Änderung seiner Polenpolitik an. Polen soll nicht mehr assimiliert, sondern bei einem gleichzeitig engeren Anschluss an Russland stärker polonisiert werden. 8. April 1861. Kaiser Franz Josef I. von Österreich erlässt das sogenannte Protestantenpatent. Es sichert den Protestanten in der Donaumonarchie die prinzipielle Gleichheit vor dem Gesetz und hinsichtlich der Beziehungen ihrer Kirche zum Staat zu. Tja, heute war wieder sehr, sehr viel politisch Entscheidendes, nicht so viel mit Erfindung. Und das Jahr 1861, wir würden uns noch 2 Tage beschäftigen. Ich habe schon mal so geschaut, damit ich die Abschnitte relativ gleichmäßig einordnen kann. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder heute gefallen. Es war informativ. Ihr habt ein bisschen was dazugelernt und das ein oder andere vielleicht aus der Schule wieder aufgefrischt. Und ich sage immer wieder, man darf zwar nicht in der Vergangenheit leben, aber muss sie kennen, um die Zukunft gestalten zu können. Und da wir unsere Vergangenheit verleugnen, verdrehen, ja, wie soll ich das alles noch ausdrücken? Es gibt so viele Worte dafür. Ja, verfälscht darstellen, weil wir ich sag mal, ein suizidales Volk geworden sind. Wir wollen uns selber töten. ist es so, können wir keine ordentliche Zukunft schreiben mit diesen Leuten, die jetzt dran sind. Das sind alles Leute, die unsere Geschichte teilweise gar nicht kennen, wie ein Herr Özdemir, der dummen Scheiß erzählt hat, wie ich schon gesagt habe, die Linken, ne, die irgendwelche Beispiele über angeblich Araber aus Ägypten vor der Zeitenwende erzählen, wissen überhaupt nicht, was sie reden. Solche Leute gestalten unsere Zukunft. Und wie gesagt, man darf nicht in der Vergangenheit leben, man kann nicht sagen, es kommt irgendwie zurück und alles war besser, aber man muss seine Geschichte kennen, dann kann man auch nur in der Zukunft einiges besser machen und vor allen Dingen die Zukunft richtig gestalten und nicht ständig versuchen, ja, wie soll ich sagen, mit einer Klimakatastrophe die Leute zu verarschen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Mittwoch. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, bei Facebook kommt das Video auch noch an. Man wisst ja alle, das geht heutzutage ratzfatz. Ja, da muss man nichts Böses geschrieben haben, irgendwie fällt denen immer was ein. Und dann sehen wir uns dann morgen wieder zur 31. Geschichtsstunde. Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ne? Da ein bisschen höher, man sieht uns sonst nicht, bleibt kämpferisch und tschüss, euer Egon.